Der Geist vom grossen Patron Julius Macchi ist heute noch präsent auf dem Areal der Fabrik, obwohl die berühmte Würzsauce schon seit gut 10 Jahren nicht mehr hier hergestellt wird. Erinnerungen an viele Jahre Arbeit auf dem Areal trägt Armin Benz mit sich um. Ein eigentlicher Hobbyhistoriker ist er mittlerweile und hat manches Dokument gesammelt aus den Zeiten, wo der Gründer Julius Macchi noch gelebt hat. 1907 hat er die Arbeiterkommission ins Leben gerufen. Und die Kommission ist aus der ganzen Fabrik, das sind sagen wir mal 900 Leute gewesen, die da geschafft haben. Die haben immer Delegierte in die Kommission gewählt und haben da ihre Probleme auf den Tisch gelegt. Und das ist jetzt zum Beispiel das erste Protokollbuch vom 17. August 1907, 1:15 Uhr im alten Hammerclub. Das ist vis-à-vis vom Bahnhof in der Hammermühle. Armin Benz war selber viele Jahre Präsident der Personalkommission. Angefangen hat er seine Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb der Macchi-Fabrik. Dann ist er Heizer geworden. Vom Kesselhaus aus sind alle Maschinen mit Dampf beliefert worden. Und auch hier in der Halle hat es nach der Würze geschmückt. Als die Produktion grösser wurde, mussten sie einen Weg suchen, um den Geschmack ein bisschen eindämmen. Und dann hat man es durchs Kesselhaus geleitet. Und das ist da oben hergekommen, durch das Rohr. Und dann auf den Kessel. Oder? Das ist Ihnen nie verleidet, der Duft? Nein, das war mein Leben und mein Einkommen auch. Oder? Man hat immer gesagt, wenn es nicht mehr stinkt, dann ist die Fabrik zu. Zugegangen ist Macchi-Produktion hier auf dem Gelände erst vor 10 Jahren. Der Armin Benz ist kurz vorher pensioniert worden, weiss aber noch genau, wo die braune Soße entstanden ist. Viel übrig ist nicht mehr, die Halle ausgeräumt und zurzeit ungenutzt. Der Würzekocher war hier am Werk. Eine Vertrauensperson und eine wichtige Person, der musste schauen, dass die richtige Menge in den Kochkessel kommt. Und die Hitze, die Temperatur musste stimmen und die Zeit der Kochung und dann die Neutralisation. Und dann hat er beim Neutralisieren, wenn das Soda in Zürich gekommen ist, hat das geschaumt und ist hochgekommen. Und dann war die Kunst vom Kocher, dass das nicht oben rauskommt. Und das war für den Kocher der Zeitpunkt, den er nicht verpassen durfte. Sonst ist das aussen runtergelaufen und dann nachher hat er putzt. Einen halben Tag. Der Julius Macchi hat seine Würzsauce nach einem dortmal hochmodernen Verfahren gekocht. Das Rezept sei im Groben allen bekannt gewesen, meint der Armin Benz. Aber die genauen Mengen und Temperaturen seien das Geheimnis vom Erfolg. Als in den 60er Jahren der Betrieb moderner geworden ist, hat Macchi ihren eigenen Landwirtschaftsbetrieb aufgegeben. Der Gutsverwalter ist pensioniert worden. Und dann hatte ich die Gelegenheit von Eschiken, wo ich auf der Landwirtschaft gearbeitet habe, in die Wohnung des Gutsverwalters, die man hier sieht, einzuzügeln. Und das ist eigentlich die Nähe der Fabrik und dann nachher zum Kesselhaus. Das ist mir gut gekommen. Das Leben von Armin Benz ist also eng verbunden mit dem Würzi-Erfinder und Patron. Seine letzte Ruhe hat Julius Macchi in Lindau gefunden, quasi vor der Haustür von seinem Lebenswerk. Man sagt hier im Volksmund, es hätte vor 10 Jahren Gerd Bibnet. Dann, wo Givaudan die Fabrik aufgekauft und die Würzproduktion auf Deutschland ausgelagert hat, hätte sich der Julius Macchi in seinem Grab umgedreht.